Hallo, seid gesegnet. Ich heiße Jerome und bin aus der Family Church Radebeul. Und es ist interessant, ich war gestern hier gesessen und höre so die Predigt von diesen Menschen. Und der Name des Mannes ist Walter Heidenreich. Und ich kannte ihn nicht, es war mir unbekannt. Und auf einmal fängt dieser Mann an, sein Zeugnis zu erzählen. Und ich erinnere mich, Jahre zurück, als ich in der JVA Landsberg am Licht saß, ich saß sonntags in meiner Zelle und ich schaue Gottesdienst und ich schaue Hour of Power mit Bobby Schuller. Und auf einmal hat mich damals dieses Zeugnis eines Mannes berührt. Er saß bei Bobby Schuller und er sagt, weißt du, wir waren auf einer Drogenparty und wir waren alle voll drauf und auf einmal begegnet mir der Heilige Geist und ich war sofort glasklar und dieser Moment hat mein Leben verändert und ich sitze damals in meiner Zelle ganz allein und ich bin total berührt und denke mir, wow, 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 was haben wir für einen Gott. Und gestern sitze ich hier, meine Geschwister, und auf einmal fängt dieser Mann da vorne an zu reden und es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Ich sage, Gott, das ist der Mann, den ich im Gefängnis gesehen habe, hier bei uns in Radebeul. Sag ich, Gott, was ist das für eine Ehre, Jesus, dass ich das live sehen darf und Halleluja, preis dem Herrn. So groß ist Gott und so klein ist die Welt, dass Gott sogar hier in Radebeul zusammenfügt. Ich wünsche euch wirklich den mächtigen Segen unseres Herrn Jesus Christus. Sei Licht dort, wo du bist.